Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch. Leider wieder das 2. Aber ich muss jetzt zeitlich was machen. Ich kann jetzt nicht lange rumdödeln. Okay, okay. Sonst komme ich nicht rum. Gestern kam ja schon kein Video. Jetzt fangen meine Semestervorlesungen. Das untere Semester beginnt. Also wir sind wieder eben unter dem Semester, ihr wisst, was ich meine. Und ja, er drückt hier schön die Headshots rein, aber das geht auch völlig klar. Die stehen ja auch nur rum. Die Pappaufsteller. Wow, wie spannend. Unglaublich spannend. Sag bloß, also wenn jemand das hier als Grund für einen Report genommen hat, dann sind sie wirklich durchgepeitscht, die Leute. Extrem durchgepeitscht. Und da geht es los. Na also, ran an den Speck. Ich habe letztens einen gehabt, der tatsächlich ausschließlich in der Aufwärmrunde ultra hart reingecheatet. Den Fall habe ich aber nicht gezeigt, weil er so stinklangweilig war. Und dann im richtigen Game eigentlich nicht mehr. Sehr schön, sehr schön. Okay, okay, okay. Oh, keine Muni mehr. Die waren völlig in Ordnung. Ich denke, dass auch kein Wall am Start ist. Denn, ja, die hat er jetzt... Da ist er jetzt einfach auch mehr oder weniger blind reingerannt. Wo sind seine Mates? Was machen die Mates eigentlich? Ich hätte die Mates direkt reportet, weil die einfach... Nein, die Bombe liegt hinten am Spawn, okay. Ah, warum? Na, macht sowas. Ich denke, es war ein B-Rush angesagt und sie die Bombe bleibt einfach hinten liegen. Das ist natürlich Quatsch, ne? So. Vielleicht kriegen sie das ja noch gebacken. Oh, da kommt einer durch Tunnels. Tunnels ist down. Okay, die Runde haben sie eigentlich im Griff. Ja, locker. Locker gemacht. Wir schauen mal weiter, was das noch so passiert. Klar, man könnte natürlich sagen, er hat einen Wallhack, den er halt extrem legit nutzt. Also er sieht, da ist einer. Ich gucke aber weiter nach da oben. Okay. Und versucht so realistisch wie möglich zu spielen. Ist natürlich möglich. Es kann sein. Vor allem, weil er jetzt scheinbar auf ihn hier wartet. Aber er ist auch alleine. Da, ja. Kann man sowas ja mal machen. Solche komischen Taktiken von wegen, ich warte mal ab, bis die Mates auf A was gemacht haben. Was heißt komisch. Und man dann selbst eben nachkommen kann, beziehungsweise die Leute hier nachrücken, wie auch immer. Das geht ja völlig klar. Jetzt hat er die volle oder fast volle Unterstützung der Mates. Wow. Manchmal zittert es so. Es zittert so komisch runter, als hätte er ein Aimlock oder sowas an. Aber ich bin mir... Es kann ja dann auch an der Demo liegen, ne? Jeder weiß es, dass die Demos einfach crappy recorded sind. Er wurde angeschossen von dem Mate. Ne, halt, er unterhält sich mit dem Mate. Ja, die Demos haben manchmal einfach komische Fehler drin. Oh, das war fast ein Headshot. Hat er das gesehen? Yes! Gut erwartet. Die Kollegen legen, also die sind höchstwahrscheinlich sehr kommunikativ, beziehungsweise vielleicht sogar im Teamspeak. Und sprechen sich da gut ab. Also zumindest die Runde. Vorhin die erste Runde war ja Lulli-mäßig mit der Bombe hinten am Spawn. Vielleicht ist einer rausgeflogen oder so, ich weiß nicht. Die, oder der letzte geht safen, waren das eben nicht noch zwei? Ja. Der letzte saved. Was wird er haben? Keine Ahnung. Ah, ich sehe es doch hier, ne? Eine Farmers, okay. Naja, naja, komm. Holt ihn euch. Mal gucken, wie er ihn jetzt jagt. Da könnten wir dann nochmal diesen Wallhack confirmen, vielleicht, aber... Nee, der schaut da völlig normal da um sich. Er geht auch gar nicht weit genug, der Wallhack, dass man ihn überhaupt erkennt. Also hätte er Wallhack, würde er ihn da hinten nicht sehen. Es geht erst ab einer gewissen Distanz. Es geht zwar schon ein gutes Stück, aber halt nicht so weit. Also ich habe früher gedacht, vielleicht gab es sowas früher auch. Ja, ich glaube, es gab es früher auch, dass ein Wallhack über die ganze Map geht. Aber dann hat Counter-Strike selbst irgendwas eingestellt, dass es nicht mehr möglich ist, rein technisch überhaupt so weit. Also die Detection vom... Wow, da hat er gefressen. Die Daten, die übertragen werden, mit denen ein Cheat arbeiten kann, die wurden einfach so weit runtergefahren, dass es nicht mehr möglich ist, so weit zu gucken. Weil man es auch gar nicht braucht, zwingend. Also wenn du hier hinten stehst und steppt jemand auf A hinten bei Barrels rum, dann muss man das einfach nicht wissen. Also schon als Nicht-Cheater muss das System das nicht verspüren, wenn da irgendwie was rumsteppt. Also anhand, wisst ihr, was ich meine? Die Daten, wo der jetzt genau ist, kommen nicht an einen ran. Und darum geht eben auch der Wallhack nicht mehr so über die gesamte Map, sondern erst ab einem gewissen Stückchen. Der ist aber ganz schön, ich weiß auch nicht, starr hier. Der kommt jetzt langsam von Short. Ich weiß nicht, warum er jetzt die ganze Zeit auf Long geguckt hat. Es scheint gerade so wie, fast schon wie ein Troll. Oh, da oben kommt der gleich rechts. Wie ein Troll-Game. Die dominieren die ziemlich hart. Wir gucken mal kurz nach den Punkten. Ja... Okay, also Suspect ist auch mit seinen 5-4 jetzt nicht Burner, da würde ich eher den Tukan, also wenn ich jemanden vermuten würde rein von den Kills oder den Stats her, würde ich Tukan sagen.
Ja, 4-2. Ich meine, gut, das ist jetzt keine Zerstörung, 4-2 auf gar keinen Fall. Aber es wirkt so komisch, die gehen auf B und dann stellen sie sich schon mal Mitte hin und es kommt keiner, die snacken die weg und so. Wundert euch nicht, ich bin immer noch etwas müde, es ist recht früh heute am Sonntag. Und ja, Miners Win hat als einziger gemerkt oder gefragt, wo gestern das Video war. Ich weiß, ihr nehmt mir das nicht übel, wenn ab und an nichts kommt, das war's schon. Wow. Also ich gebe ihm einfach mal insuffizient. Ich hab nicht wirklich was erkennen können, oder? Konnte man irgendwas sehen? Nee. Das ist jetzt wirklich ein bisschen lächerlich, das war ganz schön kurz. Aber naja, okay. Immerhin, Apples. Die Knife-Gewinner, einfach nochmal, dass ihr das wisst, ja. Die endgültige Liste steht fest. Die wird jetzt noch einmal durchgenudelt, also rotiert. Und der obere Platz 1 bekommt dann das Knife, Platz 2 bekommt einen zweiten, also den Skin auf dem zweiten Platz und Platz 10 den 10. Und die Gewinner werden wie immer in einem Video bekannt gegeben. Und nicht in einem Knife-Gewinner-Video oder Skin-Giveaway-Gewinner-Video, sondern in irgendeinem Video sage ich die Leute. Nur dass ihr das, ne? 14 Tage habt ihr dann Zeit, euren Skin abzuholen. Wer also, ja, man sollte schon so mittelaktiv schauen, die Sachen, sonst verpasst man vielleicht seinen Gewinn. Also wir hatten des Öfteren schon von 10 Leuten so 2, 3, manchmal noch 4, die einfach nicht da waren und jetzt den Gewinn abgeholt haben. Aber ich würde sagen, selber schuld an der Stelle. Ne? Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.